Hey Clasher, das dritte Sneak Peek für das erste große Update im Jahr 2024 steht an. Und das heißt, heute schauen wir uns ein bisschen genauer das neue Level der dunklen Zaubersprühfabrik an. Denn das heißt natürlich, wir bekommen einen neuen Zauber in Clash of Clans. Aber halt, stopp, lass uns doch direkt erstmal am Anfang starten. Ab der Rathausstufe 12 bereits könnt ihr die dunkle Zaubersprühfabrik upgraden. Das heißt, ab der Rathausstufe 12 könnt ihr bereits den neuen Zauber freischalten. Nun ja, was genau macht aber der neue Zauber? Das schauen wir uns mal direkt ein bisschen genauer an. Nun ja, es ist an sich ein Zauber, der eine ähnliche große Reichweite wie der Erdbebenzauber hat und alles, was hierbei getroffen wird, wird erstens unsichtbar gemacht und zweitens unbesiegbar und drittens eingefroren. Das ist richtig. Viele Sachen, die auf einmal hier passieren und auf jeden Fall ein Zauber, der nicht so einfach zu verstehen ist, würde ich behaupten. Denn erstens, Truppen werden davon nicht betroffen. Das heißt, ihr seht zum Beispiel in der Verteidigung, habt gesehen, die verteidigende Gladiatorin, die ist weiterhin sichtbar geblieben. Das heißt natürlich auch, Fallen können weiterhin auslösen, Klamburg-Truppen können weiterhin rauskommen und so weiter und so fort. Aber die Gebäude in diesem Bereich sind unsichtbar, eingefroren, also können keinen Schaden machen, aber gleichzeitig eben auch unbesiegbar. Wenn ihr euch wundert, wie viel kostet das Ganze denn, ich habe euch oben jeweils mal eingeblendet, auf welchen Rathausstufen ihr jeweils wie hoch das Ganze leveln könnt. Auf der obersten Rathausstufe hat das auf jeden Fall schon mal ordentlich in sich. Und falls ihr euren Fortschritt selber ein bisschen ankurbeln wollt mit Angeboten oder eben auch dem Goldpass zum Beispiel, dann sehr, sehr gerne eure Lieblings-Creator unterstützen, falls ihr euch irgendwas im Spiel kaufen solltet. Mit Koletsu könnt ihr diesen Kanal hier allgemein unterstützen. Dafür natürlich ein großes Dankeschön. Und hier seht ihr dann mal genau in einem Beispiel. Wir fliegen mit dem Zeppelin über die Gebäude und normalerweise kommen immer die Bomben dort runter, die werden dort abgeworfen und die werden auch den Bogenschützen zerstören. Aber die Gebäude nehmen absolut keinen Schaden. Hierbei ist es vollkommen egal, ob es eine Belastmaschine ist, ein Zauber oder ähnliches oder Flächenschaden von irgendeiner anderen Truppe. Die Gebäude werden keinen Schaden nehmen. Aber gleichzeitig können sie eben auch nicht angegriffen werden. Fallen werden weiterhin ausgelöst, Klamuk-Truppen kommen weiter raus, verteidigende Truppen werden nicht unsichtbar, genauso wie eure eigenen Truppen, die auch nicht unsichtbar werden. Es ist einfach ein Zauber für die Gebäude. Und der hat es aber trotzdem sehr, sehr in sich. Denn ich sage euch jetzt mal ein paar der besten Möglichkeiten, die jetzt einzusetzen. Und es ist was für alle mit dabei. Fangen wir an mit der simpelsten Möglichkeit, diese einzusetzen. Und ja, bei Wurzelkrieger oder allgemein eurer Möglichkeit, wie ihr am liebsten dort mit irgendwelchen Truppen angreift, die ihr in einer Linie zieht. Nun ja, dort könnt ihr einfach die Flanken komplett einerseits unsichtbar, eingefroren und besiegbar machen, um euren Truppen einen besseren Weg vorzugeben. Das heißt, wir fangen hier komplett traditionell an. Wurzelkrieger von der linken Seite, jeweils mal ein bisschen geschaut, dass die Truppen richtig laufen. Und dann, sobald wir in die Nähe der Flanken kommen, posten wir sie ein, wurzeln wir sie ein. Wir müssen uns mal schauen, wie wir das Ganze nennen. Aber ich würde sagen, einwurzeln klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und damit werden diese Flanken komplett ignoriert. Das heißt, für 28 Sekunden auf der höchsten Stufe habt ihr einfach für 4 Zauberplatz beide Flanken komplett eingefroren. Und das ist länger als jeder Frostzauber dieser Welt. Und gleichzeitig ist es ein automatisches Funneln. Das bedeutet, all die Leute da draußen, die bisher eure Truppen immer in die falschen Richtungen gelaufen sind oder geflogen sind, diese Problematik habt ihr nicht mehr. Das Ganze klappt natürlich auf Boden, wie jetzt hier mit den Wurzelkriegern, aber eben auch auf Luft. Zum Beispiel kann das Ganze 1:1 genauso funktionieren mit Elektrodrachen, Superdrachen, Drachen, Drachenreiter und so weiter. Es ist hier komplett euch überlassen, welche Truppe ihr hierbei nehmt. Das heißt, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Kombination. Auch gleichzeitig könnt ihr mal grob einschätzen, wie die Stärke der Wurzelkrieger zurzeit ist. Denn viele hatten einerseits die Befürchtung, dass es entweder zu wenig war von den Trefferpunkten, was entfernt wurde. Und einige sagten, das ist viel zu viel. Wurzelreiter sind auf jeden Fall aktuell tot. Ihr seht auf jeden Fall, ihr könnt weiterhin lockerflockig die Max-Dörfer auf jeden Fall auf 3 Sterne bekommen. Und das ist eben vor allem mit diesem Zauber umso besser nochmal. Die Ausrüstung mit der Gladiatorin und mit den Schweinereitern hilft hier auf jeden Fall nochmal enorm, falls ihr die Ärzte dafür aufbringen könnt, diese zu leveln. Dennoch auf jeden Fall, sagen wir es mal so, die Eil, also die Haste-Fähigkeit der Gladiatorin ist dann nochmal stärker. Aber die beiden zusammen ist für diese Strategie ein absoluter, absoluter Traum. Und damit habt ihr nochmal noch mehr Power. Am Ende sehen wir bereits 3 Sterne für uns eingesammelt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zum nächsten Schritt. Denn wie bereits gesagt, für jedes Können, für jedes Skill-Level und so weiter ist hier etwas mit dabei bei diesem Zauber. Man kann hier sehr, sehr kreativ werden. Und das ist ein dieser Zauber, wo ich sagen muss, das Balance
kann komplett perfekt sein, aber auch komplett nach hinten losgehen, wo er Zauber zu stark, zu schwach, wie auch immer wird. Denn bei diesem Zauber sind es Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Und das seht ihr hier gerade. Wir nutzen den Unsichtbar, beziehungsweise eben diesen Zauber, um die Gebäude unsichtbar zu machen, um eine Belagerungsmaschine durch alles durchzuschicken, sodass sie auf die erste Verteidigung geht. Und diese erste Verteidigung ist eben dieser Luftfeger, denn der wird dann anvisiert. Und auch als Verteidiger kann man nicht irgendwas dagegen machen, weil die Belagerungsmaschine ist ja unterm Boden. Das heißt, sie geht auf jeden Fall nach dort drin. Dort haben wir dann Supermagier mit dabei, die einiges rausbekommen. Und damit ist es schon mal unfassbar viel rausbekommen, nicht wahr? Klar ist es ein Investment, was die Zauber angeht, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Für 28 Sekunden sind diese Gebäude einfach nicht existent, mehr oder weniger. Die wurden einfach aus dem Dorf raus teleportiert. So ungefähr kann man es, glaube ich, am besten vorstellen. Und das hat es echt ordentlich in sich. In den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und ich bin so, so gespannt, was eure ersten Ideen sind, wie ihr sie am ehesten einsetzen werdet. Aber das hier sind auf jeden Fall so meine Top 3. Auf jeden Fall für, ich sag mal, die Leute, die eben sehr, sehr simpel spielen möchten und eben die Truppen in einer Linie ziehen, wie Elektro-Drachen, Drachenreiter, Wurzkrieger und so weiter und so fort. Für die kann man auf jeden Fall die Flanken jeweils unsichtbar, unbesiegbar oder einwurzeln. Währenddessen wir dann für die Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind oder wesentlich fortgeschrittener, wenn wir ehrlich sind, die können dann auf jeden Fall ihre Belagerungsmaschinen an Orte bekommen, die vorher so nicht wirklich möglich waren und so komplett das Base-Building nochmal auf den Kopf stellen. Danach natürlich, wie immer, ist Lalo eine der besten Möglichkeiten. Und Lalo ist weiterhin, wie auch schon bereits vor dem Update, die beste Strategie im Spiel. Das Ballon-Level war einfach geisteskrank. Es ist halt der einzige Grund, warum das wahrscheinlich nicht verschlechtert wurde, ist, weil halt eben Ballons, also Lavaloon, so viel schwerer ist einzusetzen als die Wurzelkrieger. Aber wenn man beides jeweils auf dem höchsten Level kann, also einerseits Wurzelkrieger, andererseits Lalo, ist Lalo weiterhin vor und auch nach dem Update die mit Abstand stärkste Strategie im Spiel. Ihr seht ja auf jeden Fall, keine großen Probleme, Eiszauber, Frostzauber, alles einfach mit reingeknüppelt und auch hier wieder mit der Gladiatoren gearbeitet. Ich werde auf jeden Fall morgen dann ein Video raushauen, wo ich euch jeweils vorstelle, in welcher Reihenfolge ich aktuell die Ausrüstung leveln sollte. Denn eine große Problematik ist natürlich weiterhin, und das ist ganz klar, die Erze sind Mangelware. Das heißt, jeder von euch da draußen muss sich für ein Set entscheiden, also sozusagen eine Ausrüstung, Ausrüstungskombination für eure Helden am besten entscheiden und die nach besten dann hochleveln. Und die Frage natürlich ist, was sollte man dort leveln, je nach Strategie? Und genau das werden wir uns auch ein bisschen genauer anschauen. Was wir uns auch anschauen werden, ist jetzt die weitere Strategie und das ist jetzt bei Queen Charges, also auch wieder eine fortgeschrittene Art und Weise, wie man das Ganze einsetzen kann. Hierbei ist dieser Zauber und könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Zauber nach und nach zwei der Frostzauber in eurer Armee ersetzt. Da denken wir hierbei daran, der Frostzauber hält nicht annähernd so lange wie dieser aktuelle Zauber, währenddessen dieser Zauber jetzt zwei Sachen sogar macht. Erstens das Einfrieren der Verteidigung und zweitens das Unsichtbarmachen dieser Verteidigung. Das heißt, eure Königin, ihr könnt komplett ihr den Weg vorgeben, aufzwingen, wie auch immer ihr das Ganze machen möchtet. Das heißt, am Ende, was wir hier zum Beispiel machen, ist, wir versuchen, das Rathaus zu bekommen. Im Zentrum allerdings ist super viel Schaden. Vor allem gegen Ringdörfer kann das Ganze absolut essentiell werden. Das heißt, ihr könnt komplette Bereiche, wo Wutzauber und Co. mit X-Bögen zusammen kombiniert sind, könnt ihr einfach unsichtbar und einfrieren, einwurzeln, um am Ende eure Königin mit sehr, sehr wenig Schaden bis zum Rathaus zu geleiten. Das heißt, genau das machen wir jetzt hier auch. Die hinteren X-Bögen sind nämlich sehr nervig zu erreichen für meine Königin und das bedeutet, es wäre nonstop Schaden auf meiner Königin, den ich so nicht haben möchte. Für zwei insgesamt Truppen, oder eher gesagt Zauberkapazität, tut mir leid, für zwei Zauberkapazität könnt ihr diesen Schaden komplett für eine halbe Minute einfach ausblenden. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt hier, oder wurzeln das Ganze ein, und damit hat meine Königin nur noch einen X-Bogen auf sich. Das ist auf jeden Fall gut merkbar. Hier ein weiterer Wutzauber zum Beispiel, der hätte keine 28 Sekunden gehalten. Ein Frostzauber oder zwei Frostzauber hätten auch nicht so lange gehalten. Das heißt, wir sehen ja auf jeden Fall, diese Kombination wird auf jeden Fall gegebenenfalls sehr, sehr stark werden, wenn man das auf jeden Fall richtig einsetzen kann, beziehungsweise die Reichweite gut einschätzen kann und so weiter. Das ist natürlich ein neuer Zauber, wo man eben die Reichweite erstmal kennenlernen muss. Aber ihr seht auf jeden Fall, es ist was für jeden mit dabei. Ob Queen Charges, ob mit Zeppelin oder Zeppelin-Ersatz eher gesagt mit dem Bohrer, ob einfach für die Leute, die halt eben ihre Truppen gerne an der Reihe setzen, für alles, was mit dabei, für jedes Skill-Level, für jedes Können-Level am Ende. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde es immer schade, wenn Zauber besonders immer nur für eine gewisse dieser Gruppen am Ende nur gut einsetzbar sind. Und dieser Zauber scheint wirklich für alle einigermaßen solide einsetzbar sein. Und hier sehen wir auf jeden Fall,
Solange der Queen Charge klappt, keine Angst, Leute, Wurzkrieger sind weiterhin unfassbar, unfassbar stark, solange ihr dort den Anfang nicht passt oder Hit nicht komplett verdeppert. Und nun ja, dementsprechend eine weitere gute Sache natürlich, die noch oben drauf kommt, ist, sind die Schweinereiter, also die Schweinereiterpuppe. Und was man natürlich hier noch mit dazu sagen muss, ist jetzt zum Beispiel die Kaserne ist bei den Wurzelreitern auch sehr stark. So, ich hoffe euch auf jeden Fall, das hat das Video gefallen. Lasst mich jetzt unbedingt wissen, was für Kombinationen ihr einsetzen würdet mit diesem neuen Zauber. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Ideen ihr dort haben könnt. Wie gesagt, es ist ein Zauber, der einerseits Clash of Clans komplett brechen könnte, aber ansonsten auch echt perfekt gebalanced sein könnte. Von daher, ich bin gespannt, mit was für Ideen ihr am Ende um die Ecke kommt. Vielen Dank natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Clash. Bis dort rein und natürlich tschö.